Willkommen zu einem weiteren Video mit mir, dem Thorsten, auf meinem Kanal Toto Clash mit einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Und ihr seht, meine Folgen fangen ja sehr, sehr häufig so an. Ich gehe dann immer manchmal in irgendein Dorf rein, komme dann hier hin, jo, minus 16, das passt so. Was heißt, das passt so? Eigentlich passt es nicht, aber ja, ich bin heute mal wieder auf dem Totus himself drauf, denn den habe ich jetzt auch ein paar Tage, was heißt ein paar Tage? Eigentlich habe ich ihn schon immer gespielt. Ich guck mal, Angriffslog, okay, 2 Tage her. Alles klar, ist okay, ist 2 Tage her. Also waren jetzt schon einen Tag länger nicht hier im Dorf. Sammeln kann ich hier nur bedingt was. Aber ihr werdet feststellen, dass eure Dörfer ja auch sehr, sehr schnell leveln. Aber was macht man eigentlich ohne Liga? Was macht ihr ohne Liga? Frage ich euch mal. Also alle die 7er, die 8er, seid ihr in der Liga drin? Oder also seid ihr in Clans, die auch Liga spielen? Oder seid ihr so ein stiller Zuschauer, wie ich hier eigentlich bin? Mit diesem Account zumindest. Ich bin ja kein stiller Zuschauer. Aber mit dem Account hier mache ich halt sehr, sehr wenig, aber ich möchte ja auch ein bisschen vorankommen und ich habe auch nicht mehr wirklich viel zu tun. 174 Mauern, das ist in diesem Bereich nicht mehr viel zu tun. Barbarenkönig noch, ein paar Mauern, noch mehr Mauern und noch mehr Mauern, okay. Das Rathaus und 5-mal eine Bombe, alles klar. Also es ist wirklich nicht mehr viel. Ein paar kleinere Forschungen im Moment laufen hier bei mir. Es läuft der Golem hier, der Golem läuft. Ich habe den Golem hier mal vorgezogen, vor dem König und für den müssen wir noch ein bisschen was reinfahren. Was brauchen wir? 32,5. Okay, das geht natürlich. Wir haben aber nichts in der Clanburg, denn wenn man keine Kriege spielt und nur von dem Tagesbonus leben muss, hier in Bronze, ist gar nicht Bronze, Gold in Gold 1, dann kriegst du natürlich das Dunkle nicht so richtig wirklich zusammen. Wenn du in der Liga spielst, hast du ja immer noch ein bisschen Bonus von Gold, Elex und auch Dunklem und wenn du dann auch noch gewinnst, na, dann kann sich das schon mal schnell summieren. Aber bei dem summiert sich leider mal nichts. Und ich gehe natürlich auch kurz mal auf unsere Liga ein. Wir spielen heute aktuell gegen den deutschen Clan, also Deutsch auf Deutsch. Viel Glück, viel Spaß. So muss ich sagen, den letzten haben wir leider verloren. Wenn auch, ich will nicht mal sagen knapp. 64-69, das ist noch etwas weit entfernt. Wir haben halt ein paar Sterne liegen lassen, haben auch mal einen Nuller hingelegt. Ein Rathaus hier, komischerweise, wurde gar nicht angegriffen. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, warum wurde dieses Rathaus nicht angegriffen. Okay, jetzt weiß ich es, weil auf die 22 auch ein Nullsterner war. Allerdings ist auf die 22 dann der Slenderman auch nur mit dem Einsterner nach Hause gegangen. Das ist ein bisschen mau, aber ich will hier mal nicht meckern. Ich greife genauso gut und genauso schlecht an. Also alles tut hier und ich bin eigentlich auch ganz froh, glaube ich, dass wir so ein bisschen die Liga hier halten mit der Truppe, mit der wir sind. Denn der Gegner hat natürlich gerade hier bei uns im unteren Bereich immer 9x3 sichere Sterne. Das geht bis hier oben, glaube ich, bis zum Steven hoch mit Rathaus 9. Der Klaus ist der erste Rathaus 10er und ist auch noch ein kleiner Rathaus 10er. Nämlich gerade so genau wie der Alex. Und wenn du dann schon 9, 10, 11 Mal eigentlich Bases hast, ich meine, Alex hat 91 kassiert, okay. Dafür hat der Alex sein Gegenüber, Elchmann-Batchmann, mit 100% gemacht. Aber egal, hat alles nichts genutzt. Wir haben halt ein paar Steine liegen lassen, wenn der Gegner bei uns unten, teilweise haben die mit 11 auf 9 angegriffen, natürlich die Sterne holt. Was willst du machen? Aber wir sind jetzt aktuell gegen den deutschen Clan, der führt hier auch im Moment in der Liga, aber ich glaube, sie hatten natürlich in der letzten Runde, ich glaube, den schlechtesten Gegner, nicht den schlechtesten, den nicht so effektivesten Gegner hier in der Gruppe, Adult Only, 83 Sterne haben sie gegen die geholt, gegen die müssen wir auch noch ran, nämlich hier unten und hier ganz, ganz unten auch nochmal gegen Türkei oder Turkey. Die beiden Clans sind im Moment ganz, 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 ganz weit unten und deswegen glaube ich, dass wir dort dann auch nochmal 2 Siege davontragen werden. Mal gucken, weiß ich noch nicht genau. Ich konnte den neuen Gegner jetzt schlecht einschätzen, was Achter angeht, was Neuner angeht, aber boah, das ist gar nicht mal weit weg. Okay, da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie wir uns schlagen. Ich bin hier mit dem Chefkoch noch gemeldet, weil der Smacks noch raus ist. Den nehme ich aber morgen wieder rein. Dann kann der auch seine 8 Sterne machen. Es geht ja auch darum, die 8 Sterne hier zu machen, um den maximalen Bonus dann auf je nach Platzierung rauszubekommen. Und ich würde sagen, wir suchen aber erstmal hier kurz einen Farmgegner und dann gucken wir mal in der CWL, was wir da so machen können. Oh, oh. 2600 Dunkles, ich weiß nicht, ab wann ihr so mit euren Rathaus 8ern angreift, also ab was für einem, oh, was ist mein Stuhl niedrig, ab was für einen Bereich ihr dort angreift, jetzt ist er noch niedriger, ja super, aber ich greife sowieso 2,6, glaube ich, kann ich immer ganz gut mitnehmen, ich muss nicht die ganze Base machen, ich weiß auch, dass ich die niemals schaffen werde, weil da eine Luftabwehr hinter dem Rathaus ist und das ist unheimlich schwer, die noch zu erwischen. Deswegen machen wir das mal so. Hier nehmen wir auch mal die
die Bauhütten mit, nicht, dass wir die vergessen, das könnten ja am Ende entscheidende Prozente sein. Und dann geht das hier ganz behende durch. Ich setze meistens oder sehr, sehr häufig meine Loons immer ganz, ganz weit hinten. Ihr seht das da am Rand, dass die so erstmal so ganz langsam reinkommen können hier. Und dann nehmen wir aber die hier in Wut und dann können die nämlich in Wut weiterziehen. Ich glaube, so ist das eigentlich immer ganz, ganz gut so. Dann habe ich die nämlich hier, dann kann ich die so ein bisschen in Reihe schalten, meine Wutzauber. Die werden sowieso nicht alle schaffen, denke ich mal. Auch die Drachen hier nicht und auch nicht die... Ah, die Loons könnten noch ein bisschen was packen da. Mal sehen, da geht es jetzt noch rum. Aber wir haben schon mal über 2000 im Sack. Das ist schon mal cool. Und wo hat er eigentlich noch was? Okay, da hat er noch was. Dann machen wir hier mal einen kleinen Funnelweg für die restlichen Drachen. Oh, da hat das Rathaus geschafft. Dann haben wir schon wieder 200 mehr. Okay, und nach aller Riese müssen eigentlich noch diese drei Drachen... Diese drei Drachen hier noch diesen einen Bohrer holen, denke ich mal. Das müssten die eigentlich noch packen. Und dann haben wir den in jedem Fall auf Null. Da wir jetzt noch ein paar Bomben machen müssen und natürlich ohne Ende Mauern. Ja, Mauern ist auch ein leidiges Thema beim Toto. Haben wir den ganz gut gemacht. Also wie gesagt, so ab 2, ab. Ich würde immer so sagen, ab 2, 2.1, 2.2, 2.6 war jetzt schon super. Bonus kriegen wir auch noch mit rein. Auch wenn wir nicht ganz so hoch sind in der Liga. Ich glaube, mit dem war ich noch gar nicht in Kristall. Könnte ich mir mal abholen. Glaube ich zumindest. Ich glaube, mit dem war ich noch nicht in Kristall. Also... leicht verdiente Gems hier, einmal Kristall und zurück, beziehungsweise einfach ein bisschen weitergehen, kurz mal nach Master rein, kurz mal nach Champion 1 rein und schon ist man um weitaus über 3000 Gems hier reicher. Ich muss mal gerade gucken, war ich wirklich noch nie mit dem hier in einer Liga, gucken wir mal gerade, Champion der Spiele, verdiene 1000 Punkte, okay, das haben wir nicht, Kriegsspiellegende. Schere, nee, sichere dein Dorf. Wo ist denn das hier eigentlich nochmal? Sei ein Held. Ja, ich bin ein Held. Held der Liegen. Seht ihr? 250 Gems. Ich war noch nie in der Kristallliga. Ich glaube, das machen wir mal so als kleines Bonusziel. Das müssen wir echt mal machen. Aber ich habe jetzt gesehen, ich kann mit meinem Rathaus 9er etwas tun. Nämlich angreifen hier. Ja, wir greifen hier im CK an. Also mal wieder ein bisschen Live-Action. Warum auch nicht? Ich gucke mal, dass wir hier den Juni machen. Das ist der letzte hier vom Gegenüberliegenden bzw. vom Clan Immortalis. Ich glaube, den schaue ich mir gleich mal an und dann machen wir den in jedem Fall mal live, bevor wir noch einen Farmangriff mit der Truppe hier machen. Da müssen, haben wir sowieso jetzt einen Rack. Ich habe auf dem anderen Account einen Boost gerade an, deswegen passt mir das ganz gut. Also schalten wir dann mal um aufs Tabby. Da habe ich noch nicht ganz alle Truppen, aber wird schon. Bis gleich im Live-Angriff. Okay, Freunde, ich habe den ersten Live-Angriff für euch drin. Ja, wenn ich in meinen Live-Videos online bin und natürlich etwas mitkriege, ich nehme in der Regel ja abends auf und hier spielen sich natürlich die Clankriege auch abends ab. Oh, ich habe jetzt mal eine andere Brille zum Angreifen aufgenommen und tatsächlich kann ich damit sogar ganz normal recht gut gucken. Man merkt halt das Alter meistens als erstes an den Augen, glaube ich zumindest. Aber ich wehre mich immer noch vehement gegen eine Klarsichtbrille. Ich weiß gar nicht, was der Sprung hier sollte. Die Karre fährt auch komplett durch. Da muss der Inge noch ein bisschen an sich arbeiten und das vielleicht ein bisschen einschätzen. Das ist jetzt aber auch mal wieder so ein bisschen so gesagt. So von außen kannst du ja immer sagen, mach mal dies, mach mal das. Und Clanburg, habe ich jetzt gar keine Clanburg gesehen. Doch, ne, die hat er die eliminiert. Habe ich jetzt nicht gesehen, aber hier hinten kommen Miner. Okay, hier kommen Miner gegen diese Base. Hier gucken wir mal, Single Inferno ist da noch am Leben. Queen ist noch in Heilung. Zwei Heil hat er noch, einen Loon, drei Magier. Gucken wir mal, wie er sich hier so schlägt. Der Single Inferno ist natürlich cool für Miner. Die können immer nur einen aufs Korn nehmen. Und wenn du so eine ganze Masse hast, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel er hier hat. Das Rathaus ist schon mal weg. Jetzt muss es aber auf den Single gehen. Hier, da geht es auch drauf. Okay, er hat noch einen Heilzauber. Der muss jetzt gleich hier beim... Flächenschaden rein, da kommt er auch rein. Queen ist hier unten immer noch in Heilung. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Außen kommt schon ein bisschen Cleanup dazu. Ein Loon noch dabei gesetzt. Okay, der Loon war ein bisschen doof. Den hätte ich jetzt hier hinten bei der Queen gesetzt. Obwohl die Luftabwehr ist weg. Ah, die Luftabwehr ist ja weg. Ah, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich bin jetzt auch gleich so weit, dass ich meinen Angriff starten kann. So genau weiß ich noch nicht, was ich mache, aber ich mache was. Ich hoffe, es wird kein Fail, es werden mindestens 2 Sterne irgendwie hergemogelt, denn ich bin ja auch noch nicht so ein guter Neuner.
der halt noch ein bisschen was beißen kann. Aber das war schon mal auf gegenüber hier. 14 auf 14, sehr, sehr schön. Die ersten, ich glaube, das sind die ersten drei Sterne. Kann ich mir vorstellen, waren das die ersten drei Sterne? Jo, das waren die ersten drei Sterne. Okay, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht die nächsten drei Sterne machen können. Ich schaue mal, muss die Nummer 30 machen, also 30 auf 30, das ist das letzte Dorf. Ich bin mit dem Chefkoch hier auch das letzte. Wo ich aber nicht das letzte für bin, ist, dass ich einen Machttrank nehme. Ich nehme Machttrank. Ich hoffe, ihr nehmt den auch ab und zu mal, denn ich nehme ihn viel zu selten. Und gerade mit dem Dorf lohnt es sich natürlich einmal, den Machttrank zu nehmen. Einmal Use It. Und wir nehmen auch mal ihn hier. Einmal 5 Level die Heldenpippen. Nur für einen einzigen Angriff mache ich das. Das macht aber nichts. So haben wir die jetzt auf 16, 16. Das ist schon mal nicht schlecht, denn der Gegner hat etwas bessere Helden in seiner Base. Aber die Base ist jetzt von der restlichen Def nicht so gut. Ich will mal gucken. Ich habe jetzt nur einen Golem dabei. Der kriegt auch gleich heftigen Beschuss, denn die X-Bogen stehen ja alle auf Boden. Und ich will den hier am Armeelager setzen. Mal sehen, ob ich mit Mauerbrecher überhaupt in diese Base reinkomme. Ansonsten muss ich schnell einen Sprung setzen. Und dann kommen natürlich meine hier. Da darf man sich auch nie täuschen lassen. Ne? Da darf man sich nie täuschen lassen. Denn hier sieht noch alles normal aus. Oh scheiße, nur ein 2er Golem. Okay, eine 11er Queen. Ist alles nicht so. Denn wenn ihr jetzt die Armee seht, jetzt ist der Booster. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Damit wir hier außen die Bauhütten hier schon mal nicht vergessen. Nehmen wir die beiden Bauhütten mit rein. Jetzt muss ich mal ein bisschen näher reingehen. Damit ich mal ein bisschen... Ich muss jetzt auch schnell sein, ja. Ich muss jetzt auch ein bisschen schnell sein. Die müssen nämlich alle jetzt mal so ein bisschen auf mein Golem schießen. Da sollen die auf die Ecke rein. Das ist auch schon mal gar nicht mal so schlecht gewesen. Ah ja, aber da geht jetzt mal gerade so keiner hin. Okay, dann setzen wir... Ich muss da den Jump setzen, das ist egal. Der Golem hatte irgendwie keinen Bock, dahin zu gehen. Alles klar, Golem hat keinen Bock. Und da kommt auch schon die Clanburg raus. Okay, ich habe ja gesagt, es gibt richtig, richtig viel Feuer. Aber ich habe jetzt alle Truppen erstmal hier drin und kann die jetzt, habe auch ein bisschen was im Gift, jawohl. Ich weiß nicht, ob der noch Flugfallen hat. Deswegen warte ich mit meinem zweiten Gift noch so ein bisschen und auch mit meinem Luftpart. Aber mein Luftpart kann jetzt schon beginnen, nämlich hier und da und einmal hier. Quinten nicht vergessen. Und hier nehmen wir jetzt unseren Hund rein. Okay, ich nehme mal den zweiten Hund da. Ich schicke jetzt doch mal die Hunde zuerst hier vor. Das liegt einfach daran, dass wir hier einen Feger noch gegen uns haben. Hier sind noch so ein paar Knabberskelette. Okay. Und da noch mal einen Zauber hin. Und na komm. Das macht ihr da. Wunderschön macht ihr das, jawohl. Dann haben wir jetzt noch gleich einen hier hinten ein und dann haben wir noch einen Eil. Und zwar soll der genau, der muss jetzt genau da passen, denn ich habe noch einen Magierturm da zu schaffen, aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das hat sich in jedem Fall gelohnt, würde ich sagen. Entschuldigt bitte, ich muss dann immer nach unten gucken aufs Tablet, aber ich bin ganz froh, dass 3 Sterne werden. Ein Zuschauer hatte ich nur, okay, oder so ein bisschen mies. Nee, ist nicht mies, ist mir eigentlich recht, dass nicht so viele zugucken hier. Hier hinten ist alles weg. Okay, 58 Sekunden Zeit. Das sieht aber schon mal sehr, sehr gut aus. Ach, live mal wieder. Ja, so gerade in Liga, glaube ich, können wir immer ein bisschen was live zeigen. Auch mit dem kleinen Neuner hier. Ich glaube, der hat das ganz gut gemacht. Mal sehen, ob mich mein Gegenüber eigentlich auch so gut schafft. Bin ich mal wirklich sehr gespannt. Meine Base ist aber auch nicht so wirklich gut. Und wenn die vielleicht meine Videos gucken, dann sehen sie ja auch meine Base und wie man sie eigentlich machen kann. Aber 3 Stück da. Und der Regenbogenmann, mal gucken. 19 auf 19. Ich gucke einfach mal rein, wie der Gegner hier anfängt. Oh, mal gucken. Na komm. Tabby. Ei, das sieht gut aus. 2 Sterne verteidigt. Peace dem Marvin hier. Ist aber nicht so schlimm. Ist nur alles offen. Aber jeder hat ja nur einen Angriff. Also haben wir hier schon mal 6 Sterne gegen 2 Sterne. Das sieht ganz gut aus. Und ich würde sagen, wir springen gerade mal wieder auf den 8er. Da mache ich noch einen zweiten Farmangriff mit euch. Und dann kann ich hier endlich mal in Ruhe eine Clash of Clans Folge beenden. Oh, eigentlich ist nicht meine Art, Rathaus 9er anzugreifen, denn in der Regel sind die etwas stärker als ich. Aber mit 853.000, 626.000 und 2.800 Dunklem kann ich den hier nicht so stehen lassen. Hier unten, hier hinten hat er das eine Lager, okay.
Hier ist der dicke Topf und ein Lager, das ist cool. Hier ist eine Luftabwehr, da ist eine Luftabwehr. Ich hatte die Tage ja gesagt, ich blitze immer die Feger, aber die stehen sowieso blöde für den hier, also für ihn jetzt. Deswegen nehmen wir hier die beiden, oder ja doch, wir nehmen mal die Luftabwehr da raus unten am King. Und die X-Bogen stören mich jetzt ja mal gar nicht, weil die beide auf Boden stehen. Das ist natürlich optimal für so einen billigen Achter hier, der ich ja jetzt auch bin. Ach, da ist eine Luftabwehr, ich kotze ja wohl. Hat er da die Luftabwehr? Okay. Na komm, schafft der Drache das jetzt? Ja, schafft er. Okay. Ich dachte, der Drache schafft das jetzt nicht. Jetzt kann ich hier aber komplett geballt hier reingehen. Hab jetzt noch einen Wutzauber. Ja, mal gucken. Mal sehen, wo wir den nehmen können. Eine Luftabwehr ist da schon mal weg. Und ein bisschen Gold nehme ich natürlich auch gerne mit. Gar keine Frage. Hier nehmen wir jetzt mal die Masse der Loons. Nicht der Loons, der Drachen rein. Die können dann außen das Lager abfliegen. Die fliegen dann sicherlich. Oh, da gibt es ein paar Skelette hier. Die muss ich mal eben wegmachen. Da gibt es dann sicherlich etwas zu tun für die Queen. Aber ich will ja noch so ein. Ich will ja wenigstens noch irgendwo hier unten das Dunkle haben. Dann deswegen lasse ich, glaube ich. Ah, jetzt noch nicht. Ich lasse mir mal noch Zeit. Es ist ja noch Zeit. Und ich hätte fast gesagt, wisst ihr was? Wir hauen hier mit dem King die gegnerische Queen weg. Dann ist sie nämlich schon mal weg. Da ist sie weg. Da ist der Bogenschützenturm auch weg. Und jetzt kommen wir. Ja, vielleicht kommen wir nicht mehr ins Lager. Vielleicht war ich auch dumm. Vielleicht hätte ich auch einfach Richtung Lager gehen müssen. Jetzt lasse ich nämlich 400 Dunkles, glaube ich, liegen. Wir gucken mal hier unten, der einzige Bogenschützenturm, da noch ein Bogenschützenturm. Okay, das war denn doch ein bisschen heftig, alles klar. Ah ja, okay. 400 nicht bekommen ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, 2,4 haben wir jetzt nochmal gemacht. Und 5000, glaube ich, brauche ich jetzt noch für den King auf den letzten Level. Also, mein Rathausachter wird hier auch. Kommt noch ein bisschen weiter zum King fliegen. Ja, noch weiter, dass du den King machst. Und jetzt machst du nämlich schön den Bogenschützenturm. Perfekt, oder? Perfekt, dank dem Feger. Der hat mich dann nämlich reingefegt gerade. Dann kriege ich jetzt unten das Lager. Glaube ich doch noch, oder? Ja, mal gucken. Mal gucken, ob ich das Lager nicht doch noch kriege. Manchmal sind die Feger auch nett. Hier war der Feger mal nett. Aber ansonsten ist das schon eine fiese Socke, diese Fegerverteidigung. Ihr seht das hier, mein Drache. Der kommt nicht mehr so wirklich voran. Aber jetzt fliegt er auch noch nach da. Okay, jetzt fliegt er nach da. Ist aber auch nicht so schlimm. Da ist noch ein dicker Pott, 34 Sekunden. Ah ja, okay. Können wir mitleben. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen hier. Also, was macht der Mann eigentlich? Was macht ihr ohne Liga? Farmt ihr schön, guckt ihr nur zu, lasst ihr Clash of Clans vielleicht auch mal liegen für ein paar Tage und macht mal ein paar nette andere Sachen? Oder wie läuft das so bei euch? Also gerade so 6, 7, 8. Ich lasse mir für Rathaus 9 was einfallen. Das kommt die Tage. Ich werde das die Tage mal bekannt geben, was wir da in Planung haben. Wird sicherlich richtig, richtig funny. Ich freue mich da auch drauf. Ist natürlich wieder ein bisschen Arbeit. Da müsst ihr dann auch wieder ein bisschen helfen. Aber ich glaube, das wird ein rundes Ding. Das ist auf jeden Fall. Na, das war in Ordnung. Ah, komm, Toto. Wir wollen uns mal nicht beschweren. Wir haben hier jetzt gerade die Sterne gemacht. Haben hier ganz gut reingefahren. Wir können die Drachen einfach nochmal weitermachen. Oh, wir sind immer noch über 6000. Ich habe gesehen in einigen Videos, die haben ihre Beutekarre da. Irgendwo mitten in der Base. Das habe ich hier auch manchmal. In dieser Base hier weniger, aber beim 11er und bei den 9ern und beim 10er ist mir das schon passiert. Ich kann sie aber im Moment noch abholen. Hier kann ich sie auch nicht abholen. Ihr seht das, aber wenn die mitten in der Base ist, dann kriegst du die da nicht weg und kannst in der Base nicht wechseln. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Also vielleicht mal eine Schaufel an die Karre oder einfach wirklich die Karre für billig verschieben. Also wir haben uns heute eigentlich darauf geeinigt im Discord, die Karre hier einfach nehmen, irgendwo anders hinschieben und gut ist, ohne Geld, ohne Gems, ohne Schaufel. Das kann Supercell, glaube ich, den Leuten einfach mal gönnen. Denn die haben daran bestimmt nicht gedacht, dass das Ding ewig liegen bleibt. Und wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen. Ich frage jetzt nochmal an. Farm noch ein bisschen weiter. Was brauchen wir für einen König hier? Letzter Level 32.000. Okay. Machen wir. Kriegen wir sicherlich rein. Und ihr werdet noch ein bisschen von uns aus der CWL sehen, sicherlich. Ich erinnere nochmal an den, schon mal jetzt schon klein schon mal vor, an den Livestream am Mittwoch auf Twitch TV, so um 21 Uhr rum, vielleicht ein bisschen eher. Aber Link in the description below. Also in der Beschreibung ist der Link auch zu Twitch TV. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao, euer Toto. Clasht.